Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ich komme mit einer Wunschreview zu euch, meine lieben Freunde. Denn der liebe Tobi, Grüße gehen raus, hat sich eine Review zu einem bestimmten Film von mir gewünscht. Ja? Der liebe Tobi ist schon ein langer Freund meines Kanals und hat mir schon etliche Mystery-Pakete zukommen lassen. Vielen lieben Dank nochmal dafür, lieber Tobi. Gell? Ja. Er kam eben mit einer Wunschreview auf mich zu und ihr habt es ja schon dem Titel und dem Thumbnail entnommen. Der Film, um den es heute geht, ist Der Killer von Wien aus dem Jahre 1971, Regie Sergio Martino. Ja, und ihr kennt mich, ich mache nicht lang rum. Ich zeige euch zuerst das Produkt als solches und dann gibt es meine Meinung und Kritik zu dem Film. Hier habt ihr die Vorderseite. Ja, es ist ein Giallo, es ist Filmart Giallo Edition. Hier habt ihr die Rückseite. Hier habt ihr den Rücken, den Spine, das ist die Nummer 4 von dieser Giallo Edition. Und ihr wisst es ja, Giallo, das ist italienisch für gelb. Giallo bedeutet nichts anderes als gelb. Gell? So, hier habt ihr das Innenleben. Hier, diese Fassung habe ich geschaut, also diese DVD. Und dann ist hier noch ein kleines Booklet mit drin. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, gell? Da wird halt eben ja der Film analysiert und so weiter. Gell? Hier habt ihr das kleine Booklet. Aber wie gesagt, noch nicht reingeschaut. Ja? Und hier habt ihr die Kinofassung in einer Klarsichtfolie. Das kenne ich so auch noch nicht. Gell? Hier habt ihr die Kinofassung. Beides ab 16 Jahre freigegeben. Und wie gesagt, ich habe diese Fassung hier geschaut, die nicht in einer Klarsichtfolie ist. Gell? Mein lieber Tobi, ich konnte jetzt weder auf der DVD noch hinten eruieren, was für eine Fassung das ist. Wenn du da Bescheid weißt, dann sag es mir bitte, ja? Also wie gesagt, ich habe mir halt eben nicht die Kinofassung angeschaut, so wie es da draufsteht, sondern eben die andere. Gell? Ja, und fangen wir auch gleich an, ja? Jetzt gibt es ein paar Worte zu dem Film. Und danach gibt es meine Meinung und Kritik. Gut, also, worum geht es in Der Killer von Wien aus dem Jahre 71? Ohne dass zu viel gespoilert wäre und es sich für euch auch noch lohnt, den Film selbst zu sichten. Denn die Story ist nicht sehr komplex. Da kann es schnell passieren, dass ich mit einem Satz versehentlich den kompletten Film spoiler. Also, worum geht es? Gut, der Titel an sich sagt es ja schon. In Wien treibt sich ein Serienmörder herum, der seine weiblichen Opfer mit einem Rasiermesser ermordet. Gell? Dann haben wir hier die Unternehmergattin Julie, also ihr Ehemann Neil, ist Versicherungsexperte und reist als dieser um die Welt, kann man sagen. Und er hat einen Auftrag in Wien. Ja? Julie ist eine, wie ich meine, eine Femme Fatale. Das heißt, eine Frau, die es mit der Treue nicht so ganz genau nimmt. Ja, sie lässt sich gerne auch mit anderen Männern ein. Gell? Sie verbringt ihre Freizeit, während ihr Mann Geschäfte am Machen ist. Ja, verbringt sie ihre Zeit, ihre Freizeit mit dekadenten Partys der Neureichen, der Schickeria. Ja, das sagt man, glaube ich, in Wien nicht so, aber in München würde man Schickeria sagen, gell? Ja, sie vertreibt sich dort eben die Zeit mit irgendwelchen Partys, in denen sich unter anderem auch Frauen im Kampf entkleiden. Ja, also völlige Dekadenz, völlige Sättigung des Lebens, möchte man so sagen. Ja, so vertreibt sie sich also ihre Zeit. Sie lernt dort den Playboy George kennen. Ja, und man lernt sich kennen, man kommt sich näher. Ihre beste Freundin heißt Carol. Sie ist die Cousine von ihm und nennt ihn immer den schönen Cousin. Ja? Dann ist es auch noch so, dass die liebe Julie
von ihrem Ex-Liebhaber gestalkt wird. Er heißt Jean. Er ist ein Tierfreund und ein Erotikfotograf. Und dieser Jean stalkt sie mit Blumensträußen, mit Briefen und auch persönlich. Ja? Er ist also immer hinter ihr her. Gell? Sie hat aber mit ihm abgeschlossen und möchte mit Jean überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ja? Und sie weist ihn immer wieder aufs Neue ab. So, und wie gesagt, treibt gleichzeitig in Wien ja auch ein Serienmörder sein Unwesen. Eben der titelgebende Killer von Wien. Ja? Dieser beobachtet Julie. Ja? Er beobachtet sie ganz genau und er beobachtet auch ihr Fremdgehen. Und so kommt es, dass eines Tages völlig unversehens ein Anruf passiert. Julie nimmt ab und der Killer ist am Apparat und er erpresst sie. Er möchte $200.000, sonst würde er ihrem Mann erzählen, ja, dass sie fremdgeht. Ja? Julie ist natürlich schockiert ob des Anrufes und spricht mit ihrer besten Freundin darüber. Ja? Und so beginnt für die liebe Julie und auch für alle anderen im Umfeld ja, der Kampf, ein Albtraum, ein Kampf auf Leben und Tod. Gell? Denn der Killer von Wien hat es natürlich auf sie abgesehen. Ja? Und das kann man alles sagen, ohne dass zu viel gespoilert ist. Vertraut mir, meine lieben Freunde. In diesem Fall kann ich das doppelt unterstreichen. Vertraut mir, meine lieben Freunde, es lohnt sich für euch auf alle Fälle noch, den Film selbst anzuschauen. Denn alleine das Ende ist der helle Wahnsinn. Aber dazu kommen wir dann jetzt sofort. Jetzt kommt ja schon meine Kritik. Ich habe ja die Handlung schon angerissen. Gell? Also kommen wir auch schon zu meiner Meinung zu Der Killer von Wien aus dem Jahre 71. Gut. Der Film, und das fand ich positiv, also ich fand den Film spitze, aber die Note kommt am Ende. Ja, ich fand den Film herrlich ruhig erzählt, herrlich unaufgeregt erzählt. Erwartet hier kein, ja, übermäßig blutiger Psychothriller, ja, wo das Blut nur so spritzt. Es gibt hier ein paar Morde, aber die sind für das geübte Auge alles andere als übermäßig blutig und brutal. Ja, man sieht den Killer hin und wieder mal mit seinem Rasiermesser ausholen. Die Frauen schreien, wehren ab und bekommen halt blutige Striche, je nachdem, wo das Rasiermesser einschlägt. Gell? Also erwartet hier kein Splatter. Ja, erwartet hier keinen Horror im Horrorsinne, also keinen echten Horror. Es ist ein Erotik-Thriller, möchte ich sagen. Es ist ein Giallo. Giallo steht ja für sich, aber es ist ein Erotik-Thriller. Freunde der Erotik kommen hier auf alle Fälle auf ihre Kosten. Ihr seht hier reichlich Brüste, Hinterteile und nackte Frauen. Ja? Also das habt ihr hier en masse, aber natürlich niemals im pornografischen Sinne, denn meine lieben Freunde, ihr wisst es ja, in dem Falle würde ich den Film ja hier nicht in die Kamera halten. Es bleibt Erotik und Erotik habe ich nichts gegen. Ja? Also für Freunde der gepflegten Erotik, ihr bekommt hier die Hauptdarstellerin mehrere Male nackt zu sehen, die Nebendarsteller bekommt ihr hier mehrere Male nackt zu sehen, aber alles im erotischen Sinne, es wird nie allzu wild. Ja? Also wie gesagt, es ist für meine Begriffe ein Erotik-Thriller, ja? Okay? Ja, mit jeder Menge Bubis und Booties. Gell? Also, für solche Freunde ist das schon mal was. Dann natürlich für Freunde des Giallos eine ganz klare Empfehlung. Der Film ist angenehm ruhig erzählt. Er hat ein gewisses, ein etwas langsames, aber trotzdem ein stetiges Tempo. Es geht immer weiter, aber jetzt auch nicht so rasend schnell. Gell? Also der besagte Killer von Wien, der schlägt im Film nicht die ganze Zeit zu, wie das vielleicht bei anderen Filmen der Fall wäre. Gell? Also, es ist ein ja, Giallo, ein hervorragender Erotik-Thriller, hat mir sehr Spaß gemacht. Das ruhige Erzähltempo war mal angenehm, dass es mal nicht immer so völlig wild und abgefahren ist. Ja? Ein toller Film und jetzt kommt das Beste an dem Film. Ja? Das Ende ist der helle Wahnsinn. Aber zuerst lasst mich noch mal kurz sagen, der Film hat mich zweimal aufs Glatteis geführt. Einmal als eben der Killer bei Julie anruft.
Da dachte ich, oh, ein grober Schnitzer. Das hätte nicht sein sollen, ja? Wenn ihr wissen wollt, wie ich das meine, also in welchem Sinne ich das meine, das kann ich jetzt nicht erklären, das wäre ja auch ein Spoiler, ja? Aber ich habe zuerst gedacht, der Anruf des Killers bei ihr ist ein grober Schnitzer, ja, des Drehbuchautors, des Regisseurs, ja? Das hätte man nicht machen sollen, aber wie ich das meine, schaut euch den Film selbst an. Und dann hat er mich einmal aufs Glatteis geführt, da war ich erst einmal sogar, ja, enttäuscht, möchte ich sagen, auch wenn das jetzt ein brutaler Ausdruck ist. Aber ich habe mir bei einer Szene gedacht, wie, das soll es jetzt gewesen sein, das ist jetzt das Ende, das ist der große Knall. Versteht ihr? Ja? Aber wenn ihr wissen wollt, wie ich auch das meine, schaut euch den Film selber an, denn auch diese Szene kann ich nicht erklären, sonst wäre das ein gigantischer Spoiler, ein richtiger Spoiler. Ja? Also einmal dachte ich grober Schnitzer und einmal war ich enttäuscht. Aber da hat mich der Film in diesen zwei Punkten auch aufs Glatteis geführt. Gell? Denn das Ende, also wie der Film endet, das habe ich so in der Art bisher, seitdem ich den Kanal betreibe und wie ich mich auch an erinnern kann, habe ich so noch nicht erlebt. Ja? Ihr habt am Ende ein Twist-Festival. Ja? Viele Filme leben ja davon, dass am Ende irgendein Twist passiert, ein Knalleffekt, ein Boah, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und dieser Film, der bietet uns am Ende ein Twist-Festival. Ihr werdet dreimal hintereinander einen Twist erleben und ihr werdet dreimal denken, aha, das ist also der Twist, geil. Aber dann geht es weiter und es kommt noch ein Twist und ihr werdet denken, ja, wie geil. Ja, und dann kommt noch ein Twist und ihr werdet sagen, ja, wie geil, ja, es ist so ein Schachtelsatz-Twist, möchte ich sagen, ja, ihr erlebt am Ende drei Twists hintereinander und das habe ich bei einem Film, wie ich jetzt so überlege, habe ich das bei einem Film so noch nie erlebt, ja, und allein deshalb, wegen diesem Wahnsinnsende und bevor ich jetzt zur Note komme, eine kleine Randnotiz noch. Wer den Film nicht kennt, der kennt auf alle Fälle die Musik. Ich sage nur Quentin Tarantino. Gell? Also die Musik, die kennt ihr, auch wenn ihr den Film nicht kennen solltet. Aber jetzt kommen wir zu meiner Bewertung. Gell? Dass es auch nicht immer allzu lange geht hier. Also zur Bewertung. Das Ende ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Das habe ich so, wie ich mich erinnern kann, noch nicht erlebt in einem Film. Drei Twists hintereinander. Das ist Wahnsinn. Dann möchte ich sagen, der Film hat mich zweimal aufs Glatteis geführt. Auch das passiert nicht oft, ja? Denn ich gucke ja nicht erst seit gestern Filme. Aber da hat er mich auch zweimal aufs Glatteis geführt. Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Türe von innen mit einem Riegel verschließt, man aber selbst den Raum schon längst verlassen hat, ja? Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann ist der Film auch etwas für euch. Ja? Ich möchte nur hoffen, dass sich da nicht irgendwelche Verbrecher ein Beispiel dran nehmen. Ja? Aber der Film hat eine Szene, ja, da könnt ihr sehen, wie man eine Tür von innen schließt. Es gibt ja Türen, die haben so einen Schnappriegel. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, wie der Riegel zugeht nach einer gewissen Zeit, ohne und man selbst aber schon längst den Raum verlassen hat und deshalb auch keine Spuren hinterlassen kann, ja? Wenn ihr das wissen wollt, schaut euch den Film auch an, aber ich hoffe mal, dass sich da Einbrecher kein Beispiel dran nehmen, gell? Okay? Also, aufgrund, dass er mich aufs Glatteis geführt hat, aufgrund des ruhigen, angenehmen Erzähltempos, aufgrund dessen, dass der Film sich auf die Story fokussiert und nicht auf irgendwelche, ja, Splatter, Bluteffekte oder wie auch immer, und aufgrund des Twist-Festivals am Ende, das hab ich persönlich, wie ich jetzt schon zum dritten Mal sage, aber ihr kennt mich, so bin ich, wenn ich etwas toll finde, dann sage ich es ein paar Mal gerne. Gell? Und aufgrund des Twist-Festivals am Ende, das habe ich persönlich noch nicht so gehabt, ist das ja auch einer der geilsten Filme, die ich hier bisher reviewen durfte. Und ich sage 9 von 10 Punkte. Für den Killer von Wien, ja, für 10 Punkte, für 10 von 10, da war er mir, ja,
etwas zu, vielleicht ein bisschen zu ruhig erzählt. Ja, das hat mir gefallen in dem Moment, aber wäre da vielleicht doch etwas mehr Frill noch drin gewesen. Aber das geile Ende macht ja alles wieder wett. Aber wäre da etwas mehr Frill gewesen. Obwohl mir das ja jetzt in dem Moment auch mal gefallen hat. Das war mal etwas ruhigeres. Wunderbar. Aber vielleicht etwas mehr Frill, dann wäre das eine 10 von 10. Ja? Aber aufgrund des wahnsinnig geilen Endes, dass er mich zweimal aufs Kreuz gelegt hat und überhaupt aufgrund des Schauspiels und allem drum und dran 9 von 10 Punkte. Also ich habe ja jetzt noch nicht so viele Jalos gesehen, aber das ist neben Fulcis Quäle nie ein Kind zum Scherz, ja, ist das ja der beste Jalo, einer der besten und überhaupt einer der besten Filme, die ich hier bisher reviewen durfte, ja, seitdem ich den Kanal betreibe. Also, Fazit, 9 von 10 Punkte, unbedingt anschauen, das Ende, der helle Wahnsinn. Also das habe ich so noch nicht gesehen, ja, ein Twist-Festival am Ende und jeder Twist ist geiler als der andere, gell? Habe ich so noch nicht erlebt. Ja, gut, das war meine Meinung und meine Kritik zu dem Film Der Killer von Wien, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben.